Hier als Physiker hier oben. Oh, der ist ein bisschen teuer. Das kann ich mir gerade nicht leisten. Jetzt komme ich auch gar nicht so schlecht damit klar. Attraktivere Gegend. Hilft das? Erstmal gucken. Ach verdammt, den habe ich auch schon wieder alles verkauft. Kaufst du auch? Nee. Ich muss hier echt mit meinem Geld haushalten, das ist Wahnsinn. Okay, hier geht's eigentlich vorwärts. Ich glaube fest an euch. Ob man sich in dieser Stadt wohl irgendwelche Sehenswürdigkeiten ansehen kann, während mein Schiff entladen wird? Naja, Stein habe ich noch nicht so viel verkauft. Wenigstens ein bisschen Geld kommt rein. So wird das nie was. Okay, wurde nicht überschwemmt. Okay, ist noch nicht schlimm. Jetzt wird eh gleich mal Bier verkauft und... Sobald es voll ist, schicken wir es ab und dann verkaufen wir wieder. Komm, ey, habe ich nicht gesagt, ich verkaufe nicht? Oh, super. Das ist jetzt genau das, was ich erstmal brauche. Auch wenn es nicht viel ausmacht. Okay, wird schon gearbeitet. Ihr seid noch glücklich, oder? Ja. Wir sind wieder im Minus, das gefällt mir zwar gar nicht, aber... Ach so, die verkaufen wir ja. Ah, endlich wieder Plus. Richtig schön im Plus. Es müsste aber eigentlich Attraktivität mäßig nicht weitergehen, schade. Wenn ich jetzt einen Festplatz baue, seid ihr dann zufrieden erstmal? Also der bringt in der Umgebung sehr viel, das weiß ich. Sieht die nicht toll aus? Ich weiß, da muss ich eine große Stadt noch hinbauen. Ja, so 3% Arbeitslosigkeit schadet nicht.
Warte mal, mal gucken, dass ich mit dem Geld hier aushalte. Bevor wir wieder an den Punkt kommen, in dem wir... Ja, genau das habe ich befürchtet. Indem wir wieder an den Punkt kommen, in dem einfach nichts mehr gekauft wird. Das ist auch ein bisschen blöd. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Jetzt verkaufe ich auch keine Steinblöcke mehr, leider. Wir werden ins Minus geraten. Weil ich zu früh, zu viel Geld viel zu früh ausgegeben habe. Gerste annehmen. Die ernten gar nicht. Ist normal? Die laufen los. Die sind schon fertig. Die ernten einfach nicht. Ach du Scheiße, okay. Machen wir so. Verkaufen wir wenigstens noch ein bisschen Gerste. Ich weiß zwar nicht an wen, aber. Ich bin Händler mit Leib und Seele. Dann wird's wahrscheinlich Seehandel. Okay, das hab ich. Yay! Yeah. Und schon geht's los. Das wird mal los. Das haben wir jetzt auch. Okay, verkaufen wir ein bisschen. Du kaufst doch Gerste, oder? Ich liebe die Kunst des Handelns. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Waren zu handeln. Ein bisschen Gerste verkaufen schadet nicht. Jetzt wird aber unsere Wertung sinken, weil wir dieses Jahr kein Tribut zahlen können. Ja. Ich kaufe noch Gerste, die Ärsche. Kauf gefälligst auch Bier. Das bringt wenigstens Geld ein. Wir warten darauf, dass unser Schiff mit Fracht beliefert wird. Ah ja, hier. Händlerwort kaufen wir auch noch und hier gönne ich mir jetzt mal die große Statue. Aber bringt die auch was? Scheint was zu bringen. Dann können die Häuser ja nicht mehr wachsen. So, das müsste für dich reichen. Geht doch. Reicht sogar für dich. Wie viel braucht man eigentlich an Wertung? Kultur? Gar nichts. Wohlstand ist kein Problem. Und okay. Das sollte für alle reichen, oder? Klar. Ich hab's ja. Ein Jahr Zeit, das Geld abzutreiben. Die haben schon alles wieder gekauft. Die haben auch schon einen Großteil gekauft tatsächlich. Ja. Die bringen mir tatsächlich am meisten ein. Eine Menge.
ich das eigentlich wieder weg? Naja, obwohl ich lasse es erstmal wie es ist. Da eine Jongleurschule hinpacken, dann könnte ich hier nicht problemlos die Bühne hinpacken oder hier. Und ja. Dann hätte ich die auch wieder auf einem höheren Level und dann wird es auch passen. Oh, passt eigentlich schon vom. Also ich muss die gar nicht so hoch bauen. Ist eigentlich gar nicht schlecht. Noch 9 Monate. Ob man sich in dieser Stadt wohl irgendwelche Sehenswürdigkeiten ansehen kann, während mein Schiff im Laden ist? Brauche ich fast einen weiteren Dock. Aber wo kriege ich einen hin? Da will noch eins hinpassen. Da gibt's noch Blumen. Okay, da kam Geld rein. Ich bin mir nicht sicher, für was, aber ich freue mich. Ne, warten wir mal noch. Noch habe ich Zeit. Irgendwas will er mir sagen. Ja, ist mir aufgefallen. Ja, hab verstanden. Aber ich könnte ja noch ins Minus fallen. Ende des Monats, von daher abwarten. Ich habe ja noch 6 Monate, also ich habe da noch ein paar Monate zu überbrücken. Ah, ich muss Holz importieren. Gut, dass ich es nicht gemacht habe, jetzt wären wir schon wieder im Minus. Aber sobald der da ist, wird es wahrscheinlich eh laufen. Die Sperre baue ich doch mal wieder hier hin. Ich glaube, die war besser da. Das hier ist nämlich ein Problem. Hä? Ich hab das doch abgeschickt. Ich hab das doch eindeutig abgeschickt. Wer hat denn der Händler jetzt? Da war doch gerade einer. Du holst jetzt aber auch was, oder? Dann habe ich nämlich gleich ein Problem. Das war einfach ein Anzeigefehler, aber eigentlich müsste gestiegen sein, die Wertung. So, jetzt geht's gleich los. Perfekt. Ja. Ich weiß, ich bin ein super Typ.
könnte es eigentlich wie die Ägypter in echt machen. Ich baue jetzt hier ein paar Leute, die nur dafür da sind, das Monument zu errichten. Ja, tatsächlich, von diesen Bauwerken haben ganze Großfamilien gelebt. Kaufst du das, oder? Wenn ich in dieser Stadt wohl irgendwelche Sehenswürdigkeiten ansehen kann, während mein Schiff im Laden ist. Ja, bringt mal alles da rein, genau. Da muss ich nämlich in Zukunft nichts mehr kaufen. Umso besser. Spart eine Menge Geld. Ja, ich muss noch was bringen. Jetzt kaufe ein bisschen Holz. Wenn einem passt, und Granit brauche ich ja auch noch. Ihr kauft nicht noch was, oder? Wahrscheinlich wegen dem Holz. Aber funktioniert überhaupt nicht so richtig. Die Kunst des Handelns. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Waren zu handeln. Der kauft nur noch Steine. Gut, dann sinkt meine dann mögen die mich halt nicht, weil ich seinen Tribut nicht zahle, aber. Mein Gott. Werden von euch den. Weiß ich. Oh. Von mir aus. Wir warten erstmal, bis das Geld reinkommt. 8% Arbeitslosigkeit. Ihr macht das. Ach, mache ich das eigentlich immer so? Also, klar, das läuft so nebenbei teilweise, aber ich kann das ja eigentlich direkt drauf anlegen und hier haufenweise Leute für mich schuften lassen. Dafür habe ich sie ja. Und je mehr ich arbeite, umso besser ist ja. Getreide müsste jetzt eigentlich auch nicht mehr gekauft werden. In dem Maße. Klar, ich muss jetzt noch den Granit kaufen. Steine habe ich aber auch erstmal. Die ersten Produkte. Die ersten Sachen können einfach so laufen. Jetzt sind wir wieder minus. Schön. Hier kann ich dann eher preisen. Ah ja, jetzt sind wir. Jetzt kommt Skeletten und dann das Auffüllen mit Schutt. Meine Steinarbeit.
Feuerbekämpfung ist harte Arbeit. Da würde ich mich gern bei guter Unterhaltung etwas abmühen. Aber Unterhaltung ist hier einfach nicht genug. Naja, wir haben alle unser Pinsel zu tragen. Gehen wir mal ein Stück runter hier. Das ist immer noch mehr als genug. Oh, echt ein weiterer Stock. Oh, hat doch geklappt. Oh, jetzt verschulde ich mich aber ordentlich wegen dem Granit. Gut, jetzt legen wir endlich mal los. Wir haben übrigens einen Zweitdock. Ob man sich in dieser Stadt wohl irgendwelche Sehenswürdigkeiten ansehen kann, während mein Schiff im Laden bleibt. So, dann hoffen wir, dass es hier losgeht. Sieben. Die hauen wir wahrscheinlich eh mehr drauf. Ach, die fangen mit Kalkstein an. Mal gucken, dass die mit dem Geld wieder hinkommen. Ah, diese Malziegel holen sie auch. Mal die mal weg. Ich dachte. Oh, super. Ich muss gucken, dass ich mein Geld wieder in den Griff kriege. Na, no, so der äußere Bereich hier. Jetzt geht's aber richtig schön ab. Oh, bleibt mein Geld. Ja, da kann ich. Verkaufen sie erstmal wieder was. Er wird noch ein bisschen brauchen, bis er es geschafft hat. Ja. Ah, es müsste noch. Ich muss noch ein bisschen sparsamer arbeiten.
sein, dass mir der Kalkstein... Oh, wir sind kurz im Plus. Aber jetzt haben wir höchstwahrscheinlich schon alles verkauft, was geht. Na, du kannst doch. Der kann auch Zeug kaufen. Ich weiß wirklich nicht, warum über die Kunst des Handelns. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen Waren zu handeln. Schön weitermachen. Okay, brauch. Ja, wirklich für den äußeren Bereich brauchen wir den Kalkstein. Und 4000 Dieben. Leck mich doch. Ja, aber über 12. Das kriege ich niemals zusammen. Erstmal wird das hier nicht mehr importiert. Davon habe ich schon viel zu viel. Ja, kauft ruhig. Kauft ruhig die Gerste, ist okay. Ich muss erstmal Geld sammeln. Ist ja absolut kein Import mehr, ich exportiere nur noch. Interessante Farbe der Festplatte, oder? Er sieht doch anders aus als die ganzen Sachen, die es hier gibt. 4000 Deben. Wenn ich noch mehr Bier verkaufen könnte. Das könnte ganz gut sein, dass ich das nicht auf die Reihe kriege. Ich könnte es mal Erspartes nehmen, das will ich aber nicht nehmen. Neun Monate, ich glaube nicht, dass es das wird. Aber jetzt geht's hier gleich wieder weiter. Bei 4000 ist jetzt echt nicht weh. Also das ist richtig, richtig viel. Es ist ja so lang. Meine Dienste werden mein Monument verlangen. Kacker. Der Typ heißt Kacker. Alle Tiere machen Kaka. Ja, der verkauft jetzt Holz. Wir warten darauf, dass unser Schiff mit Fracht beliefert wird. Da geht der Kalkstein raus. Ja, aber soll ich denn die 6. Soll ich denn 4000 verdammte Deben nehmen? Oh, der verkauft nur 40 Stück im Monat.